Das ist ja alles stabil genug. Pass auf, gleich stürzt das alles zusammen. Pum, tot. Nimmt schon mal Ausmaße. Und zack, bums. Hä? Habt ihr irgendwas gehört? Das Funzelauge. Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu 7 Days to Die mit mir, den Karbin. Ich habe jetzt ein bisschen in der Nacht ein bisschen rumgewerkelt. Granaten sind in der Mache. Problem ist, ich muss da noch ein bisschen Eisen herstellen und ein bisschen Stahl, weil ich habe draußen auch schon ein bisschen was umgebaut. Aber dazu kommen wir gleich. Aber ich mache hier erstmal ein bisschen den Weg frei. Muss ja nicht so aussehen wie jetzt. Da oben werden dann unsere Kisten noch hinkommen mit einer Schräge, dass ich da das Material zum Einschmelzen drin habe. Also so zwei, drei Kisten. Müssten erstmal reichen. Erstmal wollte ich das hier fertig machen. Ich habe nämlich oben den Eingang ein bisschen geändert. Also den Eingang für die Zombies. Und zwar die Spikes. Die habe ich ein bisschen tiefer gesetzt. Hier dick für eine gute Idee. Weil wie gesagt, wenn die da rein wollen, kloppen sie erstmal die ganzen anderen Spikes. Wenn eben ein Spike weg ist, kloppen sie die anderen kaputt. Das habe ich da ein bisschen tiefer gesetzt. Ist eine kleine Verbesserung, aber es ist eine Verbesserung. Erst wollte ich außenrum nochmal einen Graben setzen. Habe ich aber den paar behoffen. Ist in Anfang gar nicht so schlecht gewesen über die Überidee. Oh mein Gott. Problem ist vorne der Eingang, der ist ja so leicht mit Schräge dran und dann würden sie darüber laufen. Ja, das wäre dann für ein Puppis. Habe ich mir so gedacht. Kann zwar auch falsch sein. Ich sag das erstmal. Ich nehme das erstmal so an. So, ich hab da eigentlich auch noch. Da haben wir ja eben zwei Spikes. Dann kann ich das schon mal aussetzen. Hinsetzen. Mensch, was ist denn da? Ich bin heute ein bisschen krank, Kopf. Also, mehr als sonst. Wirklich, ich hab ein bisschen. Hopp. Schmerzen ist ein bisschen schwer, sich zu konzentrieren. Vor allen Dingen, da ich die ganzen Öfen anhab. Habe ich hier ständig versucht. Na gut, ich mache auch nebenbei ein bisschen Lärm durch das Bauen. Findet sie nicht so cool. Ist ja nicht wieso. Wir sind doch hier, um uns zu verbessern, habe ich gedacht. So, und zwar hier vorne. Also, wir haben ja vorne einfach bloß Spikes vorgesetzt gehabt. Und da hielt ich das für eine gute Idee, dass wir das ein bisschen besser machen. Ein wenig über uns hinaus wachsen. Oh, jetzt können wir nämlich die Spikes hier hinsetzen und dann laufen sie rüber, dann kriegen sie ein bisschen Schaden. Irgendwann werden sie wohl kaputt machen. Aber ich gehe mal davon aus, dass er nicht diese Kante kaputt macht. Und wenn nicht, dann muss ich das auch nochmal wegkloppen und setze da eine Schräge ran. Müssen wir mal testen. Setze ich, wie gesagt, eine Schräge. Ja, okay, dann müssen wir mal gucken. Aber jetzt das Positive ist ja, muss ich erstmal ausprobieren, bevor ich das positiv nenne. Also, mein Gedanken war ja so gewesen, jetzt müsste ich doch eigentlich, hoch will er da reinkommen, ne? Wenn ich jetzt hier, sind denn die Spikes hier getarnt? Oh, ich könnte jetzt das aufwerten. Alles schön. Es funktioniert alles so, wie das sollte. Ich hab mal wieder was richtig gemacht. Bin stolz auf mich. So, wie gesagt, wenn das jetzt zerstören sollte, dann machen wir eben halt da vorne eine Schräge. Dann kloppt man die auch noch raus. Und dann haben sie, können sie wieder rein und raus. Aber dann müsste ich hier auch eine Schräge hinsetzen, wa? Die sollen sterben. Die sollen nicht rauskommen. Die sollen sterben. So. Oder tot bleiben. So, jetzt bräuchte ich aber jede Menge Eisen, weil, wie gesagt, das muss. Das muss alles aufgewertet werden. Wie gesagt, Spikes brauche ich auch. Ach, wie immer. Es gibt so viele zu tun und so wenig Zeit. Guten Tag. Wir könnten jetzt zwar. Was ist denn hier los? Ich habe noch dasselbe Problem mit meinem Bad. Ich werde das Waschmittel wechseln. Das ist kacke. Der Bart, der ist mir zu flauschig. Ich habe nämlich
Er ist ein bisschen so. Hätte er den Strubbelpeter? Das ist jetzt bei mir nur nicht auf dem Kopf. Jetzt habt ihr eine Vorstellung, mit was ich mir heute hier rumschlagen muss. Aber das ist ein anderes Ding. Keine Ahnung. Scheint irgendwie statisch hier geladen zu sein. Oder der Gummi oder keine Ahnung. So. Denn, naja, ein bisschen Holz habe ich noch. Dann würde ich mal sagen, ich decke mal alle zu. Und habe gleichzeitig ein bisschen Eisen. Und wie gesagt, links und rechts und vorne lassen wir alle offen, dass ich immer schön abbauen kann. Hey, noch nicht, aber bald. So, jetzt muss ich erstmal gucken, wie tief wir den abhängen. Wie tief wir das machen mit der Decke. Wie gesagt, ich möchte Kisten noch ransetzen, da wo ich das Material drin schmeiße. Also, die Öfen, das da vorne ist dann eben halt. Es ist da. Es ist da und existiert. Und das reicht mir schon. Das ist ja einfach bloß, dass ich was da drin schmeißen kann. Das eben halt ein bisschen übertrieben. Die ganzen Kisten. Aber, wie gesagt. Lieber haben und nicht brauchen, als brauchen und nicht haben. Oh. Gut. Kann ja mal so abmäßig machen. Also hier kommt, wie gesagt, jetzt so, wenn jetzt hier die Kisten hinkommen, schräge das doch. Ich weiß nicht. Wenn ich das jetzt so mache, kommen hier die Kisten hin und hier die Schräge. Und jetzt richtig gedreht hier. Wie sieht denn das aus? Ah, ich weiß nicht so ganz. Na gut. So tief sollte ich das ja nicht setzen, weil das könnte ja sein, dass, wie gesagt, noch da ein oder zwei Öfen hinsetze. Aber wie gesagt, dann kann ich auch keine Fackeln hier hinsetzen. Das ist jetzt nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Es sei, obwohl ich kann ja eigentlich rein theoretisch, mehr Öfen kommen ja jetzt ja erstmal ja nicht hin, außer nach oben. Dann könnten die Fackeln, Entschuldigung, ja, an der Seite ran. Das ist möglich. So. Na komm. Dann kommen da die. Ja, das, denn wie gesagt, dann fehlen aber die Kisten. Und das ist doof. Das ist nicht so, wie ich das haben wollte. Das schied. Das ist ganz groß schied. Gut, wenn ich jetzt noch einen hochsetze, dann sind die Kisten aber zu hoch. Dann passt das auch. Oder. Dann überlegen, wenn ich jetzt hier das so mache, dann haben wir hier eine kleine Ecke. Obwohl, ich kann, wie gesagt, dazu machen, dann kommen hier die Kisten seitlich hin. Ja, jetzt passt das aber denn hier nicht hin. Okay, denn eben halt nicht. Ich wollte doch bloß was Schönes. Aber das Spiel wird das eckig haben. Dann kriegt es eben halt weg. Und später, wenn es mir nie fallen tut, lasse ich mir noch was einfallen. Lass mir doch hier nicht unterkriegen. Na gut, ich könnte jetzt auch hier die Kisten hinmachen. Als Abschluss. Oder wie gesagt, ihr könnt auch die den Boden einlassen, dass ich immer darüber laufen kann. Wollte ich ja auch schon mal so in den Wiesen, warum ich das nicht so mache. Das ist ein Duty. Also, war ja schon so oder so. Ah, da brauche ich Nägel. Davon müsste ich ja nur eh zwei Stück haben. Holz habe ich noch.
Und jetzt mache ich daraus Kisten. Mehr ist nie drin. Warte, sollte erst. Die Jute kann ich ja noch nie herstellen. Lass ich die im Boden ein. Dann kann ich die trotzdem mit Schräge machen. Ich bin gleich drauf gekommen. Danke nochmal an diese Erinnerung. Wie ihr sagt, kann man die brauchen. Ja, das wäre jetzt so geil, wenn man das jetzt nur extra so abstecken kann. Eben halt, okay, man kann das beschriften, aber wenn man das Symbol für die Blei oder so, dass man extra Symbole machen könnte, das wäre geil. Gut, die könnte irgendwelche Farben aussuchen, ne? Das könnte ich tun. Vielleicht halt die Beschrift. Achso, er ist fertig. Bitte mache ich hier aus den Rest. Ich habe ja hier noch ein bisschen Eisen. Stimmt, ich habe ja gerade was rausgepult aus der Erde. So, dann brauche ich nochmal 20 Stück. Yep. Kisten. Dann haben wir das hier nämlich auch fertig. Also nicht fertig, aber um eine Vorstellung von. Das Bett. Das ist ja alles stabil genug. Also gleich stürzt ihr alle zusammen. Pum, tot. Riesengroßer Kater drin. Alle weg. Ich glaube, das wäre das Größte, denn im Club. Dann würde ich erstmal eine Weile von 7 Days abgeben. Und glaube erst, wenn Alpha 20 nächste Woche wieder kommt, gut, anfangen. Okay, ich bin Optimist. Was habt ihr erwartet? So, nochmal zwei. Machen wir das fertig? Mal kicken. Machen wir das gleich hier hin? Oder da hinten bin ich, aber hier würde es ja nicht so schlecht sein. Wenn ich das jetzt hier runter... Hier ist das ganze Eisen. Ich glaube, ich baue dann hier die Treppe hin. Und ich werde eine schöne Treppe hinbauen. Also nicht bloß hier so eine kleine, sondern eine Zweier oder sonst was. Ah ja, hier. Muss sich ja lohnen. Das hier in der Hoppe. Da jetzt hier ist so schön viel Eisen drin. Ich hoffe, dass hier so viel Eisen drin ist, dass ich die ganze Base auf Eisen kriege. Also umgebaut. Mein Traum wäre natürlich, wenn ich jetzt hier alles drin finde. Blei, Nitrat, Kohle. Das wäre natürlich schön. Eine Mine mit alle drinnen, dann könnte ich die anderen da alle vergessen. Ich möchte nicht so weit rumpriesen. Priesen. Außer Spesen ist die Wiesen oder was? Aber jetzt muss ich das doch mit dem Bohrer, dann muss ich eben halt durch. Dauert mir ein bisschen zu lange. Geht das denn runter? Dann können wir da schön abbauen, dann passt das nämlich. Ich glaube, ich brauche dann auch so 200 Kisten, nicht Kisten hier, Holzrahmen. Ich dachte, ich mache ja hier unten halt mit Holz. Ach, das war's schon. So, Holz haben wir denn auch nicht mehr. Aber ich habe unser Kisten, also mein Kistenproblem erstmal gelöst. So. Gesagt, kannst du schön hier einladen. Sagt, das Einzige, was mir hier stören tut, dass ich das hier nie so einpinseln kann. War ja mal geplant, dass es so aussehen tut, aber es geht. Ist ja nichts drin. Ich habe ja, wie gesagt, bloß die Möglichkeit, ich kann hier so eine. Okay, jetzt habe ich nichts mehr da. So einen halben Schrank hinsetzen. Aber dann ist. Okay, dann könnte ich zwar Sachen drin machen, aber. Ich habe schon so wenig Platz. So. Na gut, dann mache ich erstmal weiter hier.
So, da bin ich, Opella. Also, ich habe jetzt quasi die kleine Stücke rausgebrüht. Muss aber kurz einen kleinen Bräuschen machen. Bis mich mein Hals wieder ein bisschen beruhigt hat. Weil, wie gesagt, Husten ist jetzt gerade nicht. Weil sonst explodiert mein Kopf. Na gut, also. Ich lasse das erstmal hier sein. Das bringt nichts. Aber ich kann ja schon mal das Eisen hier rein schmeißen. Wie gesagt, dann mache ich nachher, wenn das ein bisschen besser wird, dann mache ich das eben halt offline. Geht ihr denn runter irgendwann in den Keller? Ich sehe schon wieder, nimm schon wieder Ausmaße. Ist aber noch nie so groß wie unsere alte Base. Aber schon wieder. Es ist schon wieder anwachsen. So, na gut. Das heißt aber, ich brauche jetzt mal wieder ein bisschen Platz. Dann schmeiße ich das raus. Und das kommt da drüben hin. Nee, kann ja. Nee, kann ich nicht. Kann ich nicht. Will ich überhaupt? Dazu überlege ich, kann ich denn schon Munition für uns herstellen? Aber da fehlt ja das Rest. Ein bisschen Blei. Das eine schmolzen. Naja, gut. Komm. Bin damit. Was soll denn der Geiz? Muss so oder so noch Bäume wegknattern. Oh, zack, Rinder. Geschossspitzen. Ja, wie gesagt, also mein Traum wäre, wenn wir da runterbuddeln und nicht bloß Eisen haben, sondern auch Blei und den ganzen Muh. Dann bräuchten wir nicht hin und her. So, das ist hier auch fast fertig. So, das kann ich erstmal ausmachen. Davon haben wir eben zwei Sachen. Da brauche ich nicht mehr. Eisen. Dann mache ich jetzt Stahl daraus. Dass wir das da drinnen aufwerten können. Und den Rest. Und dann machen wir die Spikes. Und dann gucken wir, was wir zum Schluss übrig haben. Ich glaube, das ist eine gute Tiki-Taki. Was habe ich denn jetzt am Garten hier? Gehen zwei Granaten sind schon geworden. Aber noch nicht alle. Da ist noch Luft nach. Ach so, mir fällt gerade so nebenbei ein. Ja, ich muss noch ein paar Nähe machen. Muss das ja oben austauschen. Kiste, weil die reicht uns nicht. Ich muss nämlich auch eine andere Kiste hin. So, ich habe 6 Stück. Die brauche ich noch. 1, 2, 3, 4. So. Muss ich das nochmal schnell abbrechen? Die Nägel haben erstmal Vorhang. Gut, jetzt habe ich kein Holz mehr. Gut, bis oben hin habe ich das. Alter, das ist ein hin und her. Hin und her. Ich springe neben die Leiter. Auch schön. So, dann ändern wir das nämlich auch nochmal schnell. Und das Ding doch hier schnell wegfräsen und da stellt dann die Kiste hin. Oder hier nehmen. Wo ist ja nun egal. Ach nee, das geht ja nicht. Ach, dahinter ist ja gleich der Ausgang. Die Außenmauer gewesen, ne? Da war da überhaupt eine Außenmauer? Ich glaube nicht, ne? Ja, die werden sehen. Hab nichts gesagt. Das geht doch. Echt jetzt? Der Gang war schlapp. Immer schön dran denken. Immer positiv. Gut, das andere habe ich mit bei. Gut. Da ist es. Welche Seite? Da ist es egal, welche Kiste das ist. Und die kann die dann so ja anmalen. Ist gut. Das ist oben ein bisschen komisch. Naja, okay, ich hätte die anderen Kisten hinschmeißen müssen. Dann hätte ich sie bemalen können. Habe ich aber nicht. Wie gesagt, die kannst du nicht bemalen. Also, kannst du bemalen, aber die anderen kannst du nicht bemalen. Wo bemalen? Was kann ich denn da? Es gibt doch ein Munitionssymbol.
So, alles möglich. Und Farbe, wie gesagt, habe ich da auch. So, alles da. Beauty-Schuppe werde ich jetzt nicht brauchen. Aber den Pinsel. Ja, ja, ja. Ne, meine Munitionskiste gezaubert. So. Wo haben wir sie denn? Da. Munitionssupply. Das war falsch. Genau. So, und anpinseln tun wir die. So. Wird eingearbeitet. Nicht schick, aber selten. So, da bin ich auch wieder. Ich habe jetzt alles umgeräumt. Munitionskiste ist jetzt auch am Start. Mach mal kurz die Kiste weg. Die wird ja jetzt nicht mehr benötigt. Ja, so langsam, aber sicher. Der hat ein wenig Ordnung. Und hier war ja alles soweit voll mit Motor. Rennen. Na gut, das wird mir jetzt nicht springen. Ich habe jetzt so überlegt, ob wir nicht da auch noch Gitter machen. Den könnten wir seitlich rausballern, aber warum sollte ich das wollen? Naja, jetzt irgendwie Spider-Mans, aber die werden ja von da oben penetriert. Ah, und zur Not, wie gesagt, ich kann das auch runterklappen, kann die schnell wegballern und dann kann ich das blau klappen. Naja, gut. Brauche ich nicht. Gut, hat sich erledigt. So, dann holen wir mal den nächsten Schub Stahl. Dann haben wir das nämlich auch fertig. Den nächsten Schub. Ja, okay, das dürfte aber trotzdem reichen. Ich habe eben schon gesagt, also ich werde heute richtig schön viele zu cutten haben. Ja. Schon wieder da. Hier vier Laufweg. Ab und zu meine Schreithose. Komm rüber. Oder auch nicht. Ja, ein bisschen irre, die Alte. Wie gesagt, das Schöne ist, ich komme jetzt auch da drüben vernünftig ran, ne? Ja, gut, dass er die diesmal nicht kaputt gemacht hat. Sehr nett. Sehr zuvorkommt. So, bitte. Wir haben es geschafft. Müssen wir hier bloß noch ein bisschen reparieren? Der Kern ist knackig. Nein, 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 nee, Jans. Hier oben muss ja auch noch. Ja, und da, das reicht schon ja nicht mehr. Also er ist fast knackig, der Kern. Der Kern? Das Innere. Sollen sich ruhig die Zähne ausbeißen. Wenn sie schon ein Stück Karbin haben wollen, können sie sich ein bisschen anstrengen. Zombies. So. Wurde verbessert. Was ist da? Ach, hier ist noch das Zeug von der Horde drin. Ups. Da war ja noch was. Ich hab so viel Loot, ich weiß ja nicht mehr, wohin damit. Habe ich jetzt nie gesagt. Ich glaube, ich muss da mal offline eine kleine Tour machen und will ein paar Sachen verkaufen. Wir haben das ja schon eh mal durch, das müssen wir jetzt nicht nochmal machen. Da. Und da. Ich komme darin. Und Fett hoch. So, Farbe kommt darin. Passt da nicht mehr rein. War alles noch da. Und wie gesagt, da hinten muss ich noch ein paar Kisten hinbauen.
motorschmäßig darin. Silber kommt natürlich hierin. Gold und Geld. Ja, wie gesagt. Es wird. Im Moment. Oh, meine Grafikkarte hat gerade richtig schön zu tun. Wir haben auch gerade bei mir 27 Grad. Naja, okay, gut. Machen wir gleich mal einen Hardcore-Test. Hierbei. Aber wie gesagt, durch das Netzteil irgendwie. Ich will noch nicht so früh loben, aber bis jetzt läuft es. Und könnte ich eigentlich noch einen Lüfter drin bauen, weil wie gesagt, normalerweise gehören da drei drin, aber ich habe bloß zwei hier drin. Könnte ein hier tun, aber gut, dann würde ich bloß warme Luft drin pusten. Ich glaube, macht keinen Unterschied. Nicht wahr? Ich glaube, so ist es. Haben wir hier noch einen Motor? Ja, wie gesagt, die Motoren, die kann ich denn. Gut, hat keiner gesehen. Die Motoren kann ich dann später verscherbeln. Und ich habe nämlich jetzt eine Idee. Das Ding, der piepst ja und geht ja dann gleich hoch, ne? Das ist der Stänk an ihn. So, wir haben heute unser Werk getan. Und viel zu lange. Die Hälfte wird wahrscheinlich an dem Video, im Video vorkommen. So. Sag mal, kann man das? Bäume fällen auf Karbins Art und Weise. Ist da irgendwas gebracht? Na gut, das hat mir überhaupt nichts gebracht, weil, wie gesagt, du kriegst ja dadurch kein Holz. Das wäre schön. Weil, wie gesagt, damals war das ja so, das ist schon beide her, ich weiß, dass der Baum hier fällt und hast nicht gleich das Holz gekriegt, weil das dann und dann lachet unten auf dem Boden. Weil wenn ihr euch jetzt das so vorstellen tut, würde noch so funktionieren. Ein paar Supplies ran an so einen Boom. Dann zack, bum, 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 bum. das wäre so schön. Naja. So, wir waren fast überall drin gewesen, außer beim Bären. Da waren wir schon lange nicht. Ich glaube, waren wir da überhaupt schon drin gewesen? Ich glaube nicht, ne? Doch, eh meine Anfangszeit. Verdammt lang her, verdammt lang. Verdammt lang her. Was soll denn ditte? Ich gehe mal davon aus, dass das gerade nicht so sein sollte. Ich gehe mal hier raus. Was war denn das? Ich glaube, es gab hier ein paar kleine Probleme. Und die haben das noch nicht mal gecheckt. Ja, die sind ja doof. Die haben es nicht anders verdient, ausgerottet zu werden. Schleich mich mal von oben ran. Hat einen Schreck gekriegt. Ich habe gedacht, jetzt ist Feierabend. Alter, das kann doch nicht wahr sein. Ich bin hier total sneaky-peaky unterwegs, Alter. Und zack, bums, wem halt interessiert das dir? Den Zombies überhaupt nicht. Ich gebe mir doch so eine Mühe. Und die ignorieren das einfach. Frechheit. Kann ja wohl nicht wahr sein. So. Einer drinnen. Normalerweise müsste doch hier einer drinnen sein, oder? Alter, das kann uns jetzt nicht mehr passieren. Das ist der Speer des Todes. Lange. Ja, warum sollte ich auch so einen Speer benutzen? Hü-tü-tü. Neandertaler Jagd. Gut. Ups, wo komme ich denn hier raus?
Aha. Ausgang? Ja. Ich hab ein... Hat ja nie gesehen, wie geschehen ist. Wie mir geschehen ist. Ne, jetzt hin. Hä? Er zappelt da rum. Ich bin... Ist er jetzt in der Höhle drin oder ist er jetzt auch da durchgebackt? Wie wir. Gut, das kann ich ihm nie antun. Warte, Teddy, ich rette dich. Sag mal, habe ich Munition mit? Ja, ein bisschen. Er springt da rum. Aber warum tut er das? Gut, er ist doch nicht verpackt. Er ist bloß ein bisschen dumm. Und jetzt ist er weg. Gut, ich habe jetzt echt gedacht, der ist irgendwie im Boden drin gebackt. Ist ja alles möglich, ne? Hatten wir ja eben auch noch gehabt. Hey, aber diesmal ist es eine Bauchkiste. Muss mir erstmal hier richtig hinsetzen. Naja. Gut. Aber ich glaube, wenigstens will er ein bisschen Munition bekommen. Das war ja jetzt gerade eine Verschwendung. Aber ist ja kein Uffi-Fallen. Und wenn ihr das kein verraten tut, verratet durchgehen. So. Na gut. Das hat uns jetzt erstmal maximal Janisch gebracht. War schön, dass wir darüber geredet haben. So, wir waren jetzt immer in diese Häuser drin. Aber in dem Haus waren wir ja noch nie drin gewesen, ne? Oder? Sehr, sehr selten. Hier waren wir auch ab und zu mal drin gewesen, aber nicht so oft. Jetzt gucken. Jo. So. Let's see, was ist denn hier los? Ist aber nicht freundlich. Hallo. Gut, hier sieht es aus, als ob wir auch schon lange nicht mehr waren. Ich guck mal nach. Naja, wenn wir schon mal hier sind. Wie gesagt, essen muss jeder. Komm mal, Mädel. Und zack, Bums. Was hast du für uns? Nichts. Ey, wir haben fast unseren zweiten Punkt zusammen. Das heißt, wir haben, also fehlt uns denn, wenn wir das jetzt fertig haben, fehlt uns noch ein Punkt, dann haben wir eine bessere Desert Eagle. Dann haben wir wenigstens eine blaue. Alter, das ist so geil. Ich den geilsten Scheiß. Mach mal wirklich so ihn auf. Neandertaler. Hab ich das? Hä? Habt ihr irgendwas gehört? Der spinnt doch wohl. Gut, sollte die mal kurz reparieren. Ach nee, ich habe ja keinen Stein. Wo kriegt denn jetzt ein Stein her? Oh, jetzt ist alles fake hier. Das ist auch fake. Ich, Moment mal, habe ich hier nicht irgendwie ein Pissoir? Geht doch. So, wir machen das mal ganz auf altmodische Art und Weise. Bitte wird so schlimm. Reaktionszeit des Teufels. Werd den einfach bloß piesacken. Hä? Hier ist keiner drin?
Ich verstehe, manchmal verstehe ich das nicht. Manchmal stehen sie hier drin und manchmal auch nicht. Du musst vorsichtiger sein. Das Funzelauge. Mit einem Holzspeer. Ich müsste die Erde mir aussuchen, was? Oh, warte mal, ich gehe mal kurz hier runter, weil... Das tut ganz schön weh, was der da macht. Ich muss vorsichtig sein, weil die heilen sich ja auch hoch, ne? Sag mal, sollten die nicht eigentlich eine Lebensanzeige haben? Gut. Du entkommst mir nicht. Ups. Oh. Also sterben wollte ich jetzt nicht. Alter, das Ding ist für ein Pupis. Du kannst vergessen. Ich wollte, aber... Keine Ahnung. Vielleicht war er auch schon fast tot. Ich war ein bisschen in Sorge wegen meiner Lebensenergie. Weil, wie gesagt, sterben wollte ich jetzt nicht. Och, Alter, ist das dein Ernst? Die ganze Zeit hängst du da rum. Wie soll ich denn den jetzt Villa kriegen? Blöde, 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 die. Voll wie. Schnauze! Und machen sie ihn kaputt. Na gut. Wie ist jetzt nicht, ob wir das jetzt überlebt hätten? Es ist möglich. Weil der hat ja auch bloß einen Schlag noch vertragen. Das hat aber nichts zu sagen. Und ich wollte jetzt wirklich nicht drauf anlegen. Da war ich doch ein bisschen Schissi. Aber gut. Ein Schissi, der nur Leben tut. Auch jetzt nicht zu unterschätzen. So. Ganz schwer. Was hat er angezeigt? Hinter der Wand. Er ist hinter der Wand versteckt. Schnauze. Hä? Moment mal. Ich hab doch jetzt... Nee, das ist ein anderes Loch. Aber ich hab doch jetzt... Ist mir jetzt der Film gerissen oder was? Oder wie? Nein, dann noch was. Hey, ich hab Plosive. Das hat ja richtig funktioniert. Gut, vielleicht macht das die Masse. Na gut. Okay. Na, ich weiß ja nicht. Weil normalerweise ist sowas für Tresoro sprengen. Hey, da bist du ja. Und wenn du damit noch nicht mal eine Holzwand kaputt kriegen tust, ich würde das reklamieren. Weil dann kannst du auch mit einem Blitzknaller versuchen, einen Tresor zu öffnen. Ich glaube, da hast du mehr Chancen. Mach das mal kurz clean. Den Kaffee, den gönne ich mir mal. Ja, das fehlt bloß noch so ein Stücke. Mann! Knarz, knarz, knarz. Hallo. Du sollst die alle drin ziehen. So, Vitamine habe ich jetzt gerade nicht. Ey, ich renne die ganze Zeit mit Vitamine rum. Aber wenn du mal was brauchst, hast du nicht mit bei. Das ist ja wieder töppisch. Töppisch. Ach, doi. Gut. Der Ausgang. Fake. Fake. Hallo. Nimm die Wand. Natürlich ist diese Wand diesmal nicht fake. Naja.
Na gut, das ist doch der Einzige, wo Spikes draußen sind. Kruzifix. Im Moment, ich habe hier leichte bartmäßige Probleme wieder mal. Keine Ahnung. Ich glaube, das ist erstmal heute die letzte Folge. Muss mir irgendwas besorgen, um den zusammen zu knöpern. Moment mal, ich komme doch hier irgendwie. Zer. Nee, doch nicht. So. Oh, Jens, komm mal kurz hierher. Wir haben hier eine Hausdurchsuchung. Und sie stehen mir gerade im Weg. So. Ist das die Claire Dreckteil? Oh oh. Ich habe ganz vergessen, ich habe ja die Munition zu Hause umdisponiert. Weil ich hielte das für eine gute Idee. Wie viel habe ich denn jetzt mit bei? 30? Naja, gut. Jetzt ist mal. Moment. Reaktionszeiten des Teufels. Nicht gut. Nicht gut. Schon mal eine Pille. Kartoffelsamen. Oh, Stoffe. Ist auch nicht mehr das, was das mal war. Will ich. Vorhänge. Sagt euch. Alle die hier kaputt. Knocking out. Knock, knock. So, warte mal, den werde ich jetzt mal ausnudeln. Auch wenn er grün ist. Das imponiert mich überhaupt nicht. So, dann werde ich jetzt erstmal mal ganz schnell. Und zwar muss ich hier hin. Da ein Punkt drin. Dann kann ich den später immer noch nicht aufwerten. Ach, auf Level 7. Aha. Ja, nochmal 2. Naja, gut. Ich bin auf dem guten Weg. Komm her. Aggressiv. Komm her. Ich mach dich weg. Bis ich die nächsten 2 Punkte zusammen habe, das dauert ja schon wieder eine Weile. Hui! Alter! Mach doch sowas nicht! Junge, nee! Jedes Mal dasselbe. Ich arbeite euch im Boden ein, Alter, aber volle Möhre, wollte ich gerade sagen. Aber hey, das passt gerade nicht zusammen. Mhm. Warum macht der das da? Bin schon angsteinflößend. Du warst knapp dran. Du warst fast draußen. Du hast es fast geschafft gehabt. Statt den, wie ich genommen hättest. Du bist echt blöd, Mann. Echt blöd. Zwei Rezepte, die ich noch nie hatte. Noch mal kurz Lebensenergie. Ich weiß nicht, ob mir das gefällt, wo das gerade uns hinführt. Na gut. Nee, ich hätte die Steine wegschmeißen sollen. Könnte ich nochmal kurz? Danke. Nochmal schnell korrigieren. Und das kann auch weg. So, jetzt. Das ist nämlich Eisen oder ich kann das auch verkaufen. Ach, ich konnte das retten. So, was hast du Schönes für uns? Pieselwasser. Water.
Jetzt kann ich hier raus, aber ich muss hier drüben nochmal nachschauen. Was war denn das eben? Hattest du gerade einen Anfall oder was? Also, das ist ja nun. Das war ja mehr als auffällig. Vor allen Dingen, ich habe die gesehen und ich stand hier. Zombies. Die sind in Sachen Unaufmerksamkeit noch schlimmer wie ich. Hey, guck mal da. Da ist ein Vogel. Was für ein Vogel. Und er ist wieder weg. Da ist ja noch einer. Verdammt nochmal. Wollte ich hier so ihn raushängen lassen, so in der Art. Aha, gib mal hier. Und da treten sie mir ins Schienbein. So, aber hier ist doch gar nichts. Warum sollte ich jetzt hier auf Vordach? Kann ich da rüber springen? Mir das was? So parkourmäßig? Geronimo! Ja, das funktioniert so ja. Hat mir das was gebracht? Erstmal nicht. Hier? Ah, vielleicht sollte ich bloß über Wand darüber springen. Hab das abgekürzt. Ich bin eben halt ein Parkour-Genie. Ach, echt jetzt? Hey, ja, ja. So. Dahinter irgendwas? Muss ja. Moins. Echt jetzt? Schon wieder? Ah, ich verstehe. Ah, das kenne ich auch. Oh, hab ich kein Glück. Bin ja so leicht wie eine Feder. Weil sonst würde ich hier runterknallen. Geschafft. So. Naja, gut, jetzt fräse ich mich erstmal hier durch. Warte mal, ich nehme erstmal ein bisschen Lebensenergie. Weil das mit denen durchfräsen, das hat ja bis jetzt so gut funktioniert. Er steht auf ihr. Traut's aber nicht anzusprechen. Naja. So, hier sind wir auch. Durch. Durchaus zufrieden. Was? Alter, der hat doch noch ja nicht so großartig getan. Ist aber das Schlimme, wenn man so eine Situation ist, man verliert immer die Zeit. Habe ich das schon mal erwähnt? Ja, ist so. Da muss ich jetzt ganz schnell rüber. Wie machen wir denn da? Wem hatten wir denn da? Warte mal, knick jetzt da. Na gut. Hat gut funktioniert. Ja, ja. Erstmal durchziehen. Oh, da ist ja noch ein Hund. Naja. Macht zum Abschluss. Winke, winke. Ach, ist das schön. Schön ist das. Schön doof. Jetzt die Butter hin, da. Hier geht es hoch. Hier geht es aber auch raus. Aber ich glaube mal, dass es eher ist, hier sind Zombies rausgepiest. So, gib mal da oben, was wir hier haben.
Grüner, geiler. Okay. Okay. Ich finde ein bisschen kacke, dass das Spiel immer noch so schön nachtreten tut. Möchte ich bloß mal erwähnt haben. Aber hey. Na gut. Oh, das ist ein lilaner Bogen. Das ist aber schön. Oh, die Kartoffel weg. Weil das ist wertvoller. Gut, dann würde ich mal sagen, das ist unsere heutige Ausbeute. Ein bisschen Blödsinn gequatscht. Ein bisschen Munition verprasst. Diesmal nicht so viele, weil ich ja die Hälfte zu Hause liegen lassen habe. Nee, ganz blöd war das nicht. Wir haben ja unsere Base ein bisschen... wieder ein bisschen auf Vordermann gebracht. Granaten sind ja auch fertig fast. Naja. Wie gesagt, ich muss jetzt erstmal ein kleines Päuschen machen. Ja, vielleicht sind... Ja, bis morgen dürften die Kopfschmerzen weg sein. Das war... ja, schon anders heute. Irgendwie anders. Aber nicht viel. Also, bis dann. Ich bin raus. Tschüss.